Jo, servus Freunde. Im heutigen Video will ich euch mal eine Schaltung zeigen, die verboten ist, aus einem guten Grund. Das werde ich euch am Ende dann zeigen. Die Schaltung, die ich euch jetzt zeige, das ist die Hamburger Schaltung. Wie man lesen kann, soll man nicht nachmachen, also auf gar keinen Fall. Das kann oder ist extrem gefährlich und damit bringt ihr nicht nur euch, sondern auch andere Leute in Gefahr. Und ich zeige euch jetzt mal, wie man das damals gemacht hat. Damals, wenn man jetzt nur dreiphasig verlegt hat oder drei Adern im Kabel und hat eine Wechselschaltung gemacht, dann ging das so. Das kann man hier an Schaltplan entnehmen. Da hat man die Zuleitung. Das jetzt hier sind die drei Adern. Das ist unsere Lampenleitung, die hier weggeht. Und das ist die Leitung zum Wechselschalter hier drüben. Und der Wechselschalter hier drüben, das sind die zwei Kabelenden. Genau. Ich zeige euch jetzt mal, wie man das damals verdrahtet hat und viel Spaß dabei. Also, wir sind hier beim ersten Wechselschalter. Da nehmen wir uns einfach einen ganz normalen Wechselschalter. Und dafür hat man damals den PE hier unten drauf gesteckt und die beiden anderen Adern, Neutralleiter und Phase, hier drauf. Das war jetzt der erste Wechselschalter und jetzt schauen wir uns das Ganze beim zweiten an. So, hier genau dasselbe Spiel. Hier unten kommt der PE hin und die beiden anderen Adern, Neutralleiter und Phase, werden hier oben drauf geklemmt. So, jetzt kommen wir zum interessanten Teil, wie wir jetzt hier die Dose verklemmen mit Zuleitungen, Wechselschalterleitungen und Lampenleitung. Also, das ist die Lampenleitung, das ist die Zuleitung, wie man hier den Plan entnehmen kann. Der PE hatte keine Funktion. Wir können jetzt natürlich den PE da oben mit anschließen. Das macht man einfach mal. Da stimmt der Plan jetzt nicht überein, aber das spielt jetzt keine Rolle. So, jetzt sind wir dabei. Das sind die Wechselschalter. Das ist noch unsere Zuleitung. Die Zuleitung, den braunen, den klemmen wir jetzt einfach mal mit den beiden braunen von den Wechselschaltern zusammen. So, das ist jetzt auch gemacht. Jetzt haben wir hier bei den Wechselschaltern überall Spannung anstehend. Also es ist jetzt ausgeschaltet, aber wenn es jetzt in Betrieb wäre, hätte man schon mal Spannung anstehend. Und ja, jetzt müssen wir noch die ganzen Neutralleiter durchverbinden. Das sind jetzt die drei Neutralleiter, die damals gebraucht wurden. Das ist eben vom Wechselschalter. Das ist die Zuleitung und das ist der andere Wechselschalter. So, jetzt sind wir soweit.
Jetzt geht's zur Lampe. Da hat man dann früher einfach den PE genommen und hat mit einem von beiden Adern zusammengeklemmt. Ist ja bei Wechselstrom egal, ob man L und N vertauscht. Die beiden Klemmen, die lasse ich jetzt mal draußen. Das wird auch der Grund sein, wieso die Schaltung verboten ist. Und ja. So, als allererstes zeige ich euch jetzt mal, dass die Schaltung funktioniert. Wir schalten einfach mal ein. Es funktioniert. Und von hier drüben können wir genauso schalten. Die Schaltung funktioniert jetzt, die Lampe leuchtet. Aber was genau ist jetzt so gefährlich da dran? Als allererstes, früher, oder es haben immer noch viele im Haus, das sind Lampen zum Rausschrauben mit so Fassungen, E27 Lampen beispielsweise. Das Gefährliche daran ist, dass viele, auch Elektroniker, Elektriker, wo den Job gelernt haben, sich nicht immer an die 5 Sicherheitsregeln halten und beispielsweise, wenn sie die Lampe austauschen, einfach nur einen Lichtschalter ausschalten. Ich will jetzt das Ganze nicht gut reden, die Vorgehensweise, aber ich möchte euch jetzt mal veranschaulichen, was passiert, wenn man sich nicht an die 5 Sicherheitsregeln hält und auf diese Schaltung stößt. Als allererstes nehme ich meinen Duspol, den stecke ich hier beim PE ein, dass wir einfach das Potenzial zur Erde haben. Und diese Klemmen veranschaulichen jetzt die Lampe oben. Was heißt veranschaulichen? Ich habe jetzt keine E27-Fassung da, um das fortzuführen. Ihr müsst euch jetzt einfach vorstellen, das ist die Fassung außen, wo das Schraubgewinde ist. Und das ist der Punkt innen drin, wo dann die Lampe dagegen stößt und an Spannung kommt. Also, sagen wir, wie man sieht, es ist aus. Jetzt werden viele einfach hergehen und die Lampe austauschen. Ganz normaler Duspol, das ist nicht irgendwie beschissen oder so. Wie man sieht, ich habe hier 230 Volt am Schraubkontakt, obwohl die Lampe nicht leuchtet. Wieso? Hier auch. Wieso? Zeige ich euch gleich. So, bei dem Ganzen hat man eine 50-50 Chance. Wenn die Schaltkontakte jetzt genau andersrum sind, dann hat man hier keine Spannung. Woran liegt das? Das kann man dem Schaltplan entnehmen. Und zwar, wir haben hier unsere Zuleitung, Lampe, Leuchte und die Wechselschalter. Die 50-50-Chance besteht einfach darin, in welchen der beiden Schaltkontakte die Schalter gerade sind. Wenn beide im selben Schaltkontakt sind, heißt jetzt nach unten, nach oben, dann leuchtet die Lampe jetzt nicht. Bei mir jetzt schon, ich habe jetzt hier an alle Profis, die es kennen, ich habe jetzt das hier vertauscht, aber ihr versteht es trotzdem. Wenn die Lampe jetzt nicht leuchtet, wieso ist es dann so gefährlich? Und zwar, entweder steht zweimal der Neutralleiter an oder zweimal die Phase. Das Ganze ist deswegen problematisch, weil es einfach nicht leuchtet und du hast an der Fassung und innen drin 230 Volt anstehen. Das ist saugefährlich und macht es auf keinen Fall nach. Damit ist wirklich nicht zu spaßen. Ja, ich wollte euch einfach mal die Schaltung demonstrieren. Ich habe die jetzt letzte Woche zum ersten Mal in echt gesehen. Sonst habe ich die einfach nur aus Erzählungen oder aus Büchern gesehen. Aber ja, natürlich sofort die Anlage außer Betrieb genommen und abgerissen, weil sowas geht überhaupt nicht. Ja, das war's mit dem Video. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuschauen. Wenn ihr irgendwelche Ideen habt, worüber ich ein Video machen kann, Wünsche, Vorstellungen, ihr habt irgendwie Probleme in der Berufsschule, alles Mögliche, könnt ihr mir gerne schreiben. Ich freue mich drüber, dann muss ich mir nicht den Kopf zerbrechen, irgendwelche Videoideen auszudenken. Also,
Das wär's von meiner Seite. Bis zum nächsten Mal. Ciao.